Herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Reden ist anstrengend, kostet Energie, deswegen ein bisschen was nachschieben. Was möchte ich heute euch erklären? Und zwar, es gibt immer diese Streitfragen. Volumentraining, Splittraining, Ganzkörpertraining. Was macht Sinn, was macht keinen Sinn? Ich gebe euch mal ein paar Denkanstöße. Beim Splitsystem, beim Dreiersplit, wird sehr oft empfohlen, natürlich Dreiersplit, große, kleine Muskelgruppe zusammen. Somit dreimal die Woche Training. Machen wir uns mal Gedanken drüber. Bei dreimal in der Woche Training kommt die gleiche Muskelgruppe 7 Tage später wieder dran. Macht es Sinn, nur alle 7 Tage Muskel zu belasten? Überlegt euch mal, macht euch Gedanken drüber. Klar, jetzt kommt natürlich das Argument des Volumen- und des Splittrainierenden. Ja, aber der Muskel braucht natürlich Ruhephasen. Der muss sich ja ausruhen. Ja, wenn der sich nicht ausruht, dann kann er gar nicht wachsen. Stimmt das denn so? Warum hat dann der Tennisspieler, warum ist ihm sein rechter Arm stark wie der linke Arm? Obwohl er den ja laufend belastet, hat er gar keine Ruhephasen. Profi-Tennisspieler, der spielt in der Woche 5, 6, 7 Tage, teilweise 4, 5 Stunden. Dann müsste ja sein rechter Arm viel dünner wie der linke sein, wenn er Rechtshänder ist, mit rechts arbeitet. Das gleiche spielt bei Fußballspielern. Fußballspieler haben im Verhältnis zum Oberkörper relativ kräftige Beine. Warum? Dürfte eigentlich nach dieser Aussage gar nicht so sein. Nach dieser Aussage müsste es so sein, dass sie ganz dünne Beine haben, weil die regenerieren sich ja gar nicht. Gute Frage. Sollte man sich mal Gedanken machen, ob es wirklich Sinn macht, in einem Spitzsystem zu trainieren, wo nur in sehr langen Zeiträumen der gleiche Muskel wieder belastet wird. Dann kommt noch die andere Ansage dazu. Woher kommt diese Empfehlung des Splitsystems und auch zum Teil des Volumensystems mit extrem langen Trainingseinheiten? Der Ursprung ist aus dem Bereich des Bodybuildings, und zwar von Profi-Bodybuildern. Jeder, der so einen dicken Arm hat und so ein Kreuz hat, wird natürlich gesagt, wenn der das so macht, muss ich das auch so machen. Macht das auch Sinn? Sind die Voraussetzungen eines Bodybuilders, eines Profi-Bodybuilders, was auch der Ursprung dieser Art von Training in den 50er, 60er Jahren war, ist das wirklich sinnvoll, das eins zu eins übernehmen, wenn ich kein sogenannter Profi-Bodybuilder bin oder ein Bodybuilder, der an Wettkämpfen teilnimmt? Sollte man sich mal Gedanken darüber machen, ist ein Denkanstoß. Denkt mal drüber nach. Und bin natürlich gespannt, was es für Kommentare dazu gibt. Das war's. Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness, meine Aufgabe.